Metal-Leute, Servus und Willkommen beim Drachen. Heute im Dragon Monday möchte ich über verschiedene Punkte sprechen. Unter anderem, es gibt demnächst ein Tag-Video. Ich weiß nicht, ob ich es heute hochlade, weil heute der Dragon Monday kommt, oder ob ich es morgen hochlade. Wobei ihr euch vielleicht gleich daran gewöhnen könnt. Ich werde vermutlich demnächst anfangen, Vlogs zu machen. Nicht anfangen, sondern weitermachen. Regelmäßig allerdings. Und außerdem das Ganze auf diesem Kanal hier hochladen. Das hat mehrere Gründe, unter anderem, also ihr dürft natürlich entweder, ich habe hier irgendwo eine Abstimmung im Video gemacht, also da müsst ihr irgendwo hier oben in einer von beiden Ecken, müsste so ein Kreis sein mit einem I darin, da könnt ihr drauf schauen, da könnt ihr drauf klicken, da könnt ihr eine Abstimmung machen. Die Abstimmung selber wird natürlich nichts aussagen, weil man Abstimmungen dann nie was sagen kann. Einfach in die Kommentare schreiben am besten, einfach möchtet ihr es nicht, wenn ja, am besten mit Begründung, wenn nein, am besten auch mit Begründung. Bevor wir loslegen mit dem Video, möchte ich noch eine kleine Aussage treffen, beziehungsweise noch eine kleine Chance geben, denn ich bin eigentlich kein Mensch, der nachtragend ist. Diejenigen, die hierher gekommen sind mit Masken, die mein Vater sein Gesicht darstellten, was übrigens absoluter Scheiße ist und absolute Untermenschen, das ist einfach menschlicher Abstand, der sowas macht, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Ich gebe euch genau eine Chance, diesen Rollator, den ihr hier hergestellt habt, das Wort habe ich übrigens erst am gleichen Abend noch erfahren, als ich im Livestream war, wenn ihr den nicht abholt, und zwar morgen, spätestens, also Dienstag demnach, wenn ihr den nicht spätestens morgen abholt, dann werde ich zu euren Eltern gehen. Ich weiß von mindestens zweien, wie sie heißen, und ich weiß von mindestens zweien, wer sie sind. Ich weiß auch, wo sie herkommen. Es fängt mit W an. Zumindest die eine Person weiß ich, dass sie aus W kommt. Und die Person weiß ganz genau, wen ich meine. Ich finde das raus, ich weiß, wer deine Eltern sind, und dann gehe ich zu deinen Eltern. Dann sprechen wir mal mit deinen Eltern drüber. Von mir aus können wir uns dann auch zusammensetzen. Ist mir auch ziemlich egal. Und du brauchst mir auch dann gar nicht die Tür zumachen, weil ich werde dann schon draußen warten, so lange, bis die Tür aufgemacht wird oder dein Vater oder deine Mutter nach Hause kommt, falls sie nicht da sind. Und wenn ich dann den ganzen Tag warten muss, habe ich damit kein Problem. Da wird die Sache definitiv geklärt, weil ich kenne ein paar aus der Ortschaft, da sie nicht so weit weg ist von mir. Ich gebe euch also genau eine Chance. Dienstag holt ihr das Zeug hier ab, spätestens. Wenn das am Dienstagabend bzw. am Mittwochmorgen noch bei mir steht, dann werde ich zu den Eltern gehen und dann schauen wir mal, ob eure Eltern auch drüber lachen können. Gut, ansonsten kommt jetzt das Intro und dann fangen wir an. Fangen wir vorne an. Am besten die Sache zu Upper Red, zu dem Video von Tanzverbot, zu Upper Red und so weiter und so fort. Ich habe ein Video hochgeladen dazu. Es war lediglich ein Meinungsvideo, also tut mir den Gefallen und haltet die Fresse, wenn ihr irgendwie in irgendeiner Art und Weise der Meinung seid, ich habe kein Recht über Hip-Hop zu reden oder über das zu reden, worüber ich keine Ahnung habe. Leute, ich kriege das Ganze ein bisschen enger und ein bisschen intensiver mit als ihr wahrscheinlich, da ich auf YouTube ziemlich verhältnismäßig groß bin, verhältnismäßig wohlgemerkt, und da kriege ich ganz andere Sachen mit als ihr, also tut mir den Gefallen und labert keine solche Scheiße von wegen, ich hätte keine Ahnung, zumal, wenn ihr sowas sagt, du hast doch keine Ahnung, über was du redest und es ist meine Meinung, über die ich rede, ja, ich kann mir meine eigene Meinung nicht bilden, denn ich bin so hohl wie die meisten Hater oder eigentlich alle Hater, weil Hater bilden sich keine eigene Meinung, die sehen nur, oh, das sagen alle, der ist scheiße, also ist er scheiße, basta, das ist eine Meinung von Hatern, die einfach keine Ahnung haben. Ich selber habe mir allerdings Upper Red angeschaut, ich habe mir Unge angeschaut, ich schaue sowieso True und Alblali und einige andere und wusste dementsprechend, was ich sage, was ich dazu sagen will und was meine Meinung zu der ganzen Aktion ist. Außerdem ging es im letzten Endes nicht um Upper Red, nicht um Tanzverbot, ja noch nicht mal um True oder um Alblali oder halt Victor, sondern es ging wirklich darum, eigentlich meine Meinung zu dem ganzen allgemeinen Scheißdreck, was auf YouTube zurzeit abgeht. Und da ist einfach meine Meinung gewesen, es ist für den Arsch. Das ist im Prinzip die kurze Aussage des ganzen Videos, auch wenn das Video relativ lang ist. Ein weiterer Punkt, über den ich reden möchte, sind viele Videos. Es kamen letzte Woche viele Videos. Ich möchte jetzt meine Vlogs auf dem Hauptkanal machen. Wie gesagt, dazu habt ihr eine Abstimmung. Und beziehungsweise die Abstimmung, wie gesagt, die wird nichts aussagen. Alle sagen immer, du machst sowieso, was du willst. Das liegt einfach nur daran, dass so viele Arschlöcher da draußen rumrennen, die einfach nur den ganzen Tag rumhaten und rumscheißen und Blödsinn labern und was weiß ich. Und einfach nur alle Abstimmungen, die ich mache, versuchen zu, ja, boykottieren. Wenn ihr Boykottieren nicht kennt, meine lieben Hater, googelt's, weil die kennen ja keine Fremdwörter. Eine kurze Ausführung zu den Vlogs. Die Vlogs werden deswegen auf meinem Hauptkanal laufen, oder will ich auf meinem Hauptkanal laufen, weil ich meinen Vlogkanal... Ich bin noch am überlegen, ob ich ihn komplett lösche oder ob ich ihn einfach nur stilllege. Was ich auf jeden Fall stilllegen werde, ist Drachenbade.
Drachen-Headbanger überlege ich mir noch, ob ich den stilllege. Die Videos werden sowieso kommen, aber vermutlich dann auch auf dem Hauptkanal. Was Drachenbade angeht, wenn da irgendwas kommt in die Richtung, dann wird es auch auf dem Hauptkanal kommen. Muss ich mir überlegen, ob ich da weitermache oder nicht und wie ich da weitermache. Lange Rede, kurzer Sinn. Schauen wir mal, was da passiert. Nächste Sache ist das Event, Festivals und so weiter. Festivals habe ich ja ein Video gemacht, das kam am Dienstag, glaube ich. Mittwoch habe ich eine Antwort von der Person von Summerbreeze gekriegt, über die ich mich vorher aufgeregt habe, weil sie mir nicht mehr geschrieben hat. Daraufhin sagte sie zu mir in dem Schreiben, dass ich mich bei ihr nicht mehr gemeldet hätte. Wenn mir aber jemand jetzt eine Nachricht schreibt und ich der Person vorher geschrieben habe, dann bekomme ich auf meiner Google Mail immer einen Verlauf, was ich mit dieser Person schon geschrieben habe. Ich habe auch schon so Idioten dabei gehabt, die haben mir irgendwas geschrieben, haben dann irgendwie gemeint, nach Wochen oder Monaten, ich wüsste das nicht mehr, haben mir wieder geschrieben und dann wird aber in meinem Verlauf angezeigt, was die Person mir geschrieben hat, beziehungsweise was ich der Person zuletzt geschrieben habe, weil es über die E-Mail selber läuft. Meine Gmail speichert sich das, auch wenn ich die E-Mails schon längst gelöscht habe, speichert sich die eine minimale Datei ab und dann weiß sie, oh, das hat er zuletzt geschrieben und dann zeigt sie mir die gesamten Mails an. Dieser Mensch, ich weiß nicht, was genau, in was für einem Zusammenhang der zum Breeze steht, jedenfalls meinte diese Person, ich hätte ihr nicht mehr geschrieben. Ich habe der Person jetzt nochmal geschrieben, ein zweites Mal wieder die Aussage, dieses Mal eine etwas genauere Aussage, weil die Person hat das Ganze ein bisschen spezifiziert, was diese Sache mit VIP Pay angeht, VIP Pay, was das Ganze angeht, was das speziell dabei ist und alles, hat es ein bisschen genauer ausgeführt. Ich habe der Person jetzt nochmal geschrieben, das war ebenfalls am Mittwoch, also ich habe die Nachricht bekommen, habe sie gleich beantwortet, habe dann Mittwoch, Donnerstag und Freitag nichts von der Person gehört, hatte die Person am Donnerstag natürlich Feiertag, Mittwoch hat sie es vielleicht nicht mehr gesehen, wenn die Person das immer bloß unterm Tag, also früh oder was liest oder nachmittags liest und dann danach ich das geschrieben habe und sie mir dann quasi nicht mehr schreibt. Die nächste Sache ist die, dass die Person offenbar dann am Freitag einen Brückentag hatte, davon gehe ich jetzt mal aus, und dann Samstag und Sonntag nicht arbeitet. Sprich, die ganze Nachricht wird wahrscheinlich jetzt erst am Montag beantwortet, also heute, wenn überhaupt. Deswegen warte ich jetzt einfach mal ab, was dabei rauskommt und was passiert. Wenn die Person jetzt wieder sagt, dass sie keine Nachricht von mir bekommen hat und ich dann wieder eine Nachricht bekomme, dann ist die Sache für mich recht einfach klar. Die Person verarscht mich und labert Scheiße über mich. Weil ich habe der Person definitiv eine Nachricht geschrieben, sie hat danach nicht mehr geantwortet und dann bin ich derjenige, der schuld daran ist, dass die Person nicht antwortet, obwohl ich ihr geschrieben habe. Hä? Ja, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich ein bisschen verstimmt deswegen, weil in meinem Verlauf steht drinnen, dass ich ihr zuletzt geschrieben habe und dass ich sogar dazu geschrieben habe, dass ich speziell über, eigentlich eine Art Presseausweis gedacht habe. Der VIP Pay ist eine Art Presseausweis sowieso mit dabei. Wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht, aber die Person hätte mir das eigentlich sagen können. Die Person meinte, ich hätte ihr nicht mehr geschrieben, obwohl sie, wie gesagt, die Nachricht von mir bekommen hat, in der stand eigentlich Presseausweis. Ich wusste damals nicht, dass der VIP Pay auch eine Art Presseausweis ist. Das wusste ich nicht. Die Person hat mir aber auch nicht geschrieben, hat es mir auch nicht erklärt, obwohl ich ihr quasi eine Nachricht geschrieben habe und nach dem Presseausweis gefragt habe. Whatever. Wacken habe ich auch angeschrieben, die meinten ja auch unter meinem Video, ja, es liegt dann nicht es liegt ja nicht an den Klicks oder sowas oder an den Abos, sondern es liegt wirklich an den Videos, ob das auch dazu passt. Ich habe demnach Wacken nochmal angeschrieben unter die Infos, vermutlich gehe ich da jetzt unter. Gehe ich mal von aus, oder die halten das für einen Scherz oder für einen Fake oder sonst was, weil ich gehe davon aus, dass viele Hater-Aktionen darauf aufmerksam geworden sind. Jedenfalls habe ich auch von Wacken nichts mehr gehört. Ich weiß jetzt nicht, ich habe Wacken am Dienstag angeschrieben. Doch, ich habe Wacken habe ich am Dienstag angeschrieben und die Antwort, weil das Video kam ja am Dienstag, ich habe das dann Dienstagnachmittag Wacken angeschrieben und Mittwoch kam die Nachricht von Summerbreeze und dann habe ich direkt auf Summerbreeze geantwortet, aber die haben mir noch nicht geantwortet. Wacken hat sich bis heute auch noch nicht bei mir gemeldet, also keine Ahnung, ob die einfach Brückentage drinnen hatten oder einfach gar nicht gearbeitet haben oder einfach was weiß ich. Jedenfalls habe ich da keine Infos bekommen. An Wacken und an Summerbreeze, falls ihr dieses Video hier seht, bezweifle ich, tut mir einfach den Gefallen und schreibt mir einfach auf Twitter. Da kann man das in einem gechillten Chat kurz erläutern, kurz drüber quatschen und dann braucht man da nicht ewig tausende Mails schreiben. Ich folge sowohl Summerbreeze als auch Wacken auf Twitter. Also braucht ihr bloß mir folgen, könnt mich dann anschreiben, weil ich euch ja folge, weil mich können nur Leute anschreiben, denen auch ich folge. Und dann könnt ihr mich anschreiben und dann kann man eigentlich drüber reden. Ansonsten müssen wir alles über E-Mails klären, wenn mir aber keiner mehr antwortet und dann hinterher heißt, du bist eh ein Fake. In der Videobeschreibung unten ist mein originaler Link. Und achtet drauf, dass es der Original-Account ist, weil dieses Video hier landet garantiert wieder auf irgendeinem Hater-Account.
Gut, lange Rede, kurzer Sinn, das dürfte es ziemlich gewesen sein. Es gab noch ein Tag-Video von dem guten Cryo World, das kommt entweder heute oder morgen, das weiß ich noch nicht genau. Dann gab es jetzt noch ein Hashtag FragDrache, das kommt auf meinem Let's Play-Account, weil es dieses Mal um Gaming geht. Und ich nebenbei irgendwas zocke, wobei irgendwas hier ein bisschen sehr vage ausgedrückt ist. Eigentlich will ich eine Runde Smite zocken, Area, also Arena. Weiß aber noch nicht, ob ich das hinbekomme, weil ich möchte das Video heute noch aufnehmen. Ich muss es jetzt ziehen, weil ich habe es aktuell nicht mehr drauf. Es hat 4,7 Gig. Dauert hier angeblich noch 2-3 Viertelstunden plus minus. Wird also vermutlich heute sehr schwierig. Wahrscheinlich mache ich es einfach so, dass ich Minecraft aufnehme. Mal schauen. Was die Let's Plays selber angeht, ihr wisst es ja selber, Let's Plays, habe ich gesagt, wird nicht so oft mehr was kommen, wird es auch momentan nicht, weil es momentan für mich einfach komplex ist und einfach nicht so einfach ist. Ob jetzt was kommt oder nicht, entscheide ich von Mal zu Mal und von Stimmung zu Stimmung. Also kurzum, wenn mal was kommt, tut mir den Gefallen und labert mich nicht zu, also wollte es doch gar nichts bringen. Es ist einfach, es kommt was oder es kommt nichts. Basta. So, recht easy erklärt, recht einfach gemacht, passt. Das war es dann soweit eigentlich von mir. Außer mir fällt noch zufällig irgendwas ein, dann haue ich es euch noch mit rein. Ansonsten bedanke ich mich jetzt fürs Zuschauen. Haut rein, euer Drache, bis dahin und tschö. Schönen Montag noch.